Your Turn. Ich bin Katja und hier treffe ich Menschen auf ihren Wegen durch die Stadt. Heute am Start. Imke Salander, Fitness-Influencerin, Leichtathletin, Podcasterin, Model und leidenschaftliche Treppenläuferin. Hallo Imke! Hallo! Schön, dich zu treffen. Hi. Ja, freue mich auch. Hallo! Und auch an euch ein Hallo. Willkommen bei Your Turn. Mein Name ist Katja Diehl. Ich werde mich jetzt immer mal mit Menschen treffen und über Mobilität und vielleicht auch über die Zukunft der Mobilität zu sprechen. Wie bist du denn heute hier? Ich ahne schon etwas. Genau, ich bin heute hergelaufen. Einfach hier einmal über die Reeperbahn, das sind ungefähr so 2 Kilometer. Wie hast du denn so die Stadt überhaupt für dich entdeckt? Bist du jemand, der viel zu Fuß geht? Super viel. Also sowohl entspannt zu Fuß als auch echt laufend, joggend unterwegs. Ich arbeite ja so im Sportbereich, deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn ich so in Sportklamotten und leicht verschwitzt ankomme, dann kennen die Leute mich da schon. Und ansonsten fahre ich tatsächlich auch viel Bahn und ich fahre auch viel Stadtrad. Okay, wie hast du das denn für dich entdeckt? Eigentlich nur, weil ich ein Fahrrad haben wollte und ich irgendwie Angst hatte, dass mir ein Fahrrad direkt geklaut wird. Und dann dachte ich so, eigentlich macht das für mich auch viel mehr Sinn, weil ich mich auch nicht immer sofort festlegen will. Also ich puzzle mir meinen Weg dann immer so zusammen. Und wenn du international unterwegs bist, gibt es da Unterschiede zu Hamburg oder auch Deutschland, wie die Leute sich so bewegen? Bist ja, glaube ich, viel in den USA auch, ne? Genau, also L.A. ist immer so ein klassisches Beispiel. Da war ich jetzt so um die 4-5 Mal und ich glaube, erst nach dem 3. Mal habe ich festgestellt, dass es da Öffis gibt, aber die nutzt einfach keiner. Das heißt, ich bin dann wirklich entweder mit dem Fahrrad oder auch so laufend, joggend unterwegs. Wenn Leute sich woanders bewegen, das klingt so ein bisschen, verzichtet auch mal aufs Auto, oder? Dass man mal auch anders unterwegs ist, um was von der Stadt zu sehen? Genau, also ich finde das immer total schade, wenn man jetzt in einer anderen Stadt ist und nur Auto fährt, weil, wie du schon richtig gesagt hast, wenn du einfach läufst und mal joggst oder zu Fuß oder Fahrrad, dann siehst du auch echt viel mehr. Wir haben natürlich das Glück hier in Hamburg mit der U3, dass man da auch schon eine ganz schöne kleine Rundfahrt bekommt. So. Man sagt ja auch, dass Leute, die ÖPNV benutzen, obwohl sie ja auch sitzen können, viel mehr Bewegung schon haben als autofahrende Menschen. Wie bist du da so unterwegs? Also hast du das Gefühl, da mal zwischendurch auch eine kleine Exercise einzubringen oder Treppen zu laufen? Keine Ahnung. Ja, also Treppen ist ein Muss. Also mein Vater hat damals immer zu mir gesagt, solange du noch laufen kannst, nimm immer die Treppe. Deswegen egal, wie schwer mein Koffer ist oder was ich dabei habe, es muss immer die Treppe genommen werden. Um Your Turn, also auch um bestimmte Dinge im Leben, die vielleicht etwas bei dir verändert haben. Was ist deine Geschichte? Bei mir war es jetzt nicht unbedingt ein Ereignis, was bei mir sich so eingeprägt hat, sondern vielmehr, ich habe Philosophie studiert, aber davor habe ich noch mal Jura angefangen. Mhm. Und ich habe das nur aus dem Grund gemacht, weil ich dachte, das muss man machen. Habe dann aber festgestellt, das ist gar nicht mein Ding. Und dann so dieses Gespräch mit meinem Vater, wo er irgendwie zu mir gesagt hat, wenn es dir keinen Spaß macht, lass es sein, mach lieber etwas, was vielleicht nicht in der Gesellschaft jetzt als das beste Ding angesehen ist, aber wo du auf jeden Fall Spaß dran hast, weil wenn du Spaß daran hast, dann bist du darin auch gut. Und sich das zu trauen, das hat bei mir unheimlich viel losgetreten, weil seitdem lebe ich eigentlich genau so. Ich schaue einfach, dass der Spaßfaktor immer ganz hoch oben ist. Finde ich auf jeden Fall eine super starke Geschichte. Grüß deinen Papa bitte, mach weil ich glaube, solche Eltern braucht jeder. Ich würde sagen, wir steigen jetzt in den Bus und fahren ein wenig durch Hamburg und ihr habt was zu tun. Jetzt heißt es Quizit. Hamburg. Mit welcher Geschwindigkeit joggst du im Durchschnitt? Fun Fact? Und dann haben wir aber ungefähr noch 10 Minuten. Wie verbringen wir die Zeit? Es ist ja wirklich so, dass wir im Alltag so super viel sitzen. Mir ist schon bewusst, dass jetzt keiner Lust hat, hier irgendwelche Sit-Ups und Burpees und Liegestütze zu machen. Aber was man wirklich immer mal gut integrieren kann, ist so ein bisschen einfach sich zu stretchen, weil das machen wir tatsächlich sehr wenig, inklusive mir. Ich mache ganz gerne einfach mal so, dass ich mich hier so baumeln lasse, versuche, die Beine möglichst gerade zu lassen. Und jetzt Wirbel für Wirbel dich aufzurollen. Und wenn du dann ganz oben angekommen bist, dann einmal so dir die Hände an die Schultern. Und dann so nach hinten kreisen, wenn wir sitzen, gerade auch am Schreibtisch mal in diese Schonhaltung. Da ist ja eigentlich Autofahren auch ganz schön giftig für den Körper. Ja klar, wenn man halt so oder so. Ne? Aber ich meine, da muss man jetzt im Bus halt auch drauf mal achten, können wir mal gleich mal probieren. Einfach mal versuchen, wirklich gerade zu sitzen. Ist auch gar nicht, das ist halt auch anstrengend, ne? Aber man wieder so reinkommt, sich daran zu gewöhnen.
ist natürlich eine der schönsten Möglichkeiten, umzusteigen. Ich liebe, dass man hier einen richtig schönen Blick auf die Elbphilharmonie hat. Dann hat man hier noch diesen Weg, wo ich tatsächlich auch sehr oft lang jogge. Allerdings nicht um diese Stoßzeit, sondern so morgens um 8 oder so ist hier komplett leer. Das ist richtig, richtig schön. Und wir haben eine arschlaute Straße. Was würdest du verändern, wenn du Verkehrswende-Senatorin wärst? Also ich würde auf jeden Fall das HVV die Tickets günstiger machen, damit einfach auch mehr Leute Zugänge haben. Da mit dem 9-Euro-Ticket geht man natürlich schon in die richtige Richtung. Aber sowas eben auch langfristig eine Lösung zu finden, fände ich super. Wollen wir aus der Lauter reden jetzt? Mir ist aufgefallen, dass sehr viele Sportplätze hier gesperrt sind, weil man da einfach nicht rauf darf. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist ja auch ein Faktor, der Mobilität erzeugt, also wo Leute auch wieder sich auf den Weg machen müssen. Und in Paris wandelt die Bürgermeisterin Anne Hidalgo gerade Paris zu einer 15-Minuten-Stadt um, dass du alles in 15 Minuten erreichbar machst. Also auch Sportstätten entstehen zum Beispiel auf Schulhöfen und Ähnlichem. Was könntest du der Mobilität hier noch mal anders vorstellen? Weil eigentlich ist das ja total, wie du schon gesagt hast, ein Kleinod. Aber wir merken es vom Geräusch her, wir merken es auch so, dass wir Ampeln drücken müssen. Hast du da eine Vision, wie es mal aussehen könnte in 10 Jahren? Ja, also ich denke mal, in 10 Jahren sind wir wahrscheinlich dann schon so weit, hoffentlich, dass wir auf jeden Fall weniger Autoverkehr haben. Einfach wenn solche Sachen passieren wie günstigere HVV-Tickets, dass mehr Leute darauf auch umsteigen. Ich denke mal auch so Carsharing, was in anderen Ländern auch schon viel mehr ein Ding ist und auch viel normaler ist. Da vielleicht ziehen die Deutschen sich dann auch mal einen Stock aus dem Arsch und sind da ein bisschen irgendwie breiter dafür, auch mal zu Fremden ins Auto zu steigen. Und dann müssen wir uns in 10 Jahren, wenn wir uns wieder treffen, auch nicht mehr so anbrüllen. Genau. Also für Ruhe im Alltag würde ich immer sagen, auf jeden Fall erstmal in die frische Luft gehen. So ein frischer Durchzug ist immer gut. Und hier auch selbst in der Bahnstation sind wir an der frischen Luft. Das ist immer schon mal gut. Und was auch immer sehr effektiv ist, ist halt einfach atmen. Und vor allem bestimmt atmen. Und jetzt atmen wir einfach richtig schön tief ein. Dann hältst du kurz inne und atmest durch den Mund wieder aus. Und dieses aufs Atmen zu besinnen, das ist schon etwas, was auf jeden Fall dazu beitragen kann, zu entspannen. Liebe Imke, da ist schon der Schluss von unserem gemeinsamen Tag. Ich danke dir sehr für die Zeit, die wir verbracht haben. Dankeschön. Danke auch für deine Offenheit, für die vielen Tipps, die du uns gegeben hast. Und ich denke, ihr bleibt jetzt in Bewegung bis zur nächsten Folge und wir sagen tschüss. Ciao.